und willkommen zurück zu einer neuen Folge von Torchlight 2. So, der Herr ist mal wieder weitergerannt, wir kennen ja nichts anderes von ihm. Und jetzt hoffe ich mal, dass ich nicht ganz so laut rumbrülle wie in den letzten vier Folgen. Zwei Folgen. Pff. Kannst mal sehen, ja, wie mir zwei Folgen komme ich schon doppelt so viel vor. Und du brauchst gar nicht so tun, als wärst du nicht da, wir sehen dich. Hallo? Hallo? Ziehst du das jetzt durch, ja? Ah, warte. Dort! Stirb! Stirb! Muss ich wieder die sexistischen Witze auspacken? Du hast einen kurzen. Hallo? Der Mann will einfach nicht mit mir reden. Müssen wir das akzeptieren? Quatsch ich mit mir alleine. Was soll's? Bin ich ja gewohnt. Tu ja sonst nicht anderes. Ich sterbe. Ah! Und da war sie tot. Ja, genau. Und jetzt meldest du dich zum Wort. Ist ja klar. Ah. Buh. Oh, was so. Das musst du das alleine machen. Tja. Ich verlasse dich. Ja, bitte. Aber nicht nur wieder versprechen, auch halten. Ich wollte mal wissen, wie tief du singst in deinem Niveau, wie es dir komisch vorkommt. Ja, es kam mir schon die ganze Zeit komisch vor. War schon ganz schön tief, also muss ich sagen. Ich glaube, das war das letzte Mal, dass wir zusammen Torchlight aufgenommen haben. Du hast es geschafft. Es ist soweit. Es ist soweit. Und kaum sage ich es, kriege ich auch als Waffe die Breithacke. Ja, toll. So. Endlich zur Bekräftigung. Aber Chicken Horse machen wir trotzdem noch, weil da kann ich dich fertig machen. Geh ja leider nicht. Mich fertig machen, dafür müsstest du erstmal spielen können. Ich kann nicht springen, ich muss drei Tasten auf einmal drücken. Im Gegensatz zu dir habe ich nicht heimlich geübt. Du hast ja jetzt schon geübt heimlich, damit du beim nächsten Mal besser bist. Ich habe geschaut, um das Spiel zu verstehen, um deinen Zuschauern wenigstens ein Mindestmaß an Qualität bieten zu können. Ja. Meine Qualität ist schon so hoch. Ja, ich habe gelernt. Ich habe... Was? Ich kratze mich an der Muschi? Bitte was? Passt, aber nicht. Oh je. So, also jetzt bist du aber was Aschen aus dem Genau. Die Hand wieder nicht an der Maus. Meine Muschi, genau. Meine Muschi hat übrigens einen Namen. Und sie ist schwarz. Soll ich jetzt mal raten? Nein. Kommst du nie drauf, Oh Leute, ein anderes Thema bitte. Nee. Das ist interessant. Und sie kann schnurren. Was ist dafür kaum? Vielleicht. Willst du es ausprobieren? Nein. Hallo, eindeutige Aufforderung und Einladung. Nein. Nicht. YouTuber, weißt du, YouTuber Freundschaft Plus. Genau. Oh, wie viele jetzt Hakenkreuze in den Augen haben. Ja. Zum Glück hast du keinen Kanal mehr. Ja. Sonst hagelt da jetzt D-Abos. Ja, die hat zuvor schon gehagelt, also alles gut. Zu Recht. Oh, warum bist du mal so nett zu Aschna? Kannst du nicht mal gemeiner zu ihr sein? Hallo? Spielst du mal so kacke? Die hält dich voll auf in dem Let's Play. Ja, genau. Ein Klotz an Bein, ja, schon klar. Auf jeden Fall, so schwer wie sie ist, auf jeden Fall. Naja, ich wiege ja nur eine Tonne, ist recht. Ja, aber hast du aber schon positiv geschätzt. Böse du bist. Ja, gut, ne? Ja. Ja, liebe Leute, ich musste die Erfahrung machen, wie es ist, lebendig begraben zu werden, ne? Also ja. Bitte, das ist mir wohl ein bisschen Spott gegönnt. Du, mach mal da lieber was. Ja, ich töte hier schon in einer Zeit, während du die ganze Zeit nur dastehst.
du wieder die Hand von der Maus nimmst. Ja. Mit Hildegard zu spielen. Wie, Hildegard? Also bitte. Wir sind so altmodisch, der Name. Oh! Mir fällt ja noch ein Name mit A ein, aber ich halte mich mal zurück. Was? Ich weiß nicht, was du meinst. Nein! Wie jetzt? Was? Wer? Ruhige! So die anderen. Haha, er hat dich getroffen. Auf sie lacht. Nehmen sie alle freiwillig. Ja, ich weiß, du stehst ja auf Schmerzen, ist klar. Aber wenn sie wollen, dann können sie aber auch richtig zulangen hier, die Jungs. Muss ich mal sagen. Ja. Huch. Wer hat sich denn versteckt? Mhm. Ist klar. Da ist doch keiner mehr. Ja, der steht aber. Also bei mir steht da einer. Aber ja, bei dir steht immer irgendwas. Und Ladies, ja, so weiter. Ja, macht einen großen Bogen drum. Hallo, nur hier ist der Spaß. Nochmal dabei sein, nochmal frei sein. Vor allem frei sein. Voll an den Waldfee. Im doppelten Sinne. Ich glaube, das sind Gegner, nehme ich mal an. Geblockt. Wenn es dann losgeht, weil jetzt ist ja... Oh, ja, da kommt einer. Was ist er denn? Belagerungswächterin. Hörst du denn eigentlich nie zu, wenn die hier was erklären? Nee. Das sollten doch jetzt mittlerweile auch alle gecheckt haben. Dass ich nicht zuhöre. Und vor allem dir nicht. Wow. Aber die tut weh. Die tut richtig weh. Oh. Lachst du mich jetzt aus? Beim ersten Mal so. Wow. 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 Bin tot. Ernsthaft? Oh, bist du ja. Lusche, ey. Ja, ich bin Luschi. Oberluschi. Verdammt. Oh, lass uns doch den Homeheilfrau, der gehört dir noch gar nicht. Ach kacke, ich kann mich gar nicht zu dir teleportieren. Nein, das ist eine Special Area, das habe ich vorhin auch festgestellt. Ach scheiße, wie komme ich da jetzt wieder hin? Gar nicht? Kannst es mir überlassen, wenn du magst. Ich kann die Belagerungstür nicht töten, was ist denn hier los? In der Salzöde zur Klammburg. Ich darf wieder ja nicht wieder hinkommen. Verdammt, das war ja kackerblöd. Jetzt hör mal auf, ich muss mal kurz den Skill wechseln. Hau ab, Mann! Mach den fertig! Du sollst abhauen! Fertig machen! Ich bin eine Frau, hallo, ich bin eine Lady. Da muss wahr sein. Eine Lady, eine Bauersfrau meinst du wohl. Ein Bauerntrampel. Hallo, das Geilste, ne, was hier rumläuft. Mhm. Alter, lass doch den Boden, das gehört dir doch alles gar nicht. Hör doch mal auf damit! Ihr macht die ganze Karte kaputt! Und ich kann die Tür nicht kaputt machen. Ja, mach doch die kaputt. Verrückte alte Frau. Schlimmer als die andere. Weiß jetzt nicht, ob ich überhaupt richtig renne. Ich tu's einfach. Ja, mach ich mich auch. Hör auf, mich anzufassen. Ja, ich bin auf dem richtigen Weg. Oh, Stufe 36. Ich sag doch, Ascha kann nichts. Du. Ja, ja, komm, krepier. Ja, noch halte ich mich, ne? Ich bin langsam wie eine alte Bockwurst. Wie eine gute alte Krakauer. Nee, das ist klar. Der, die macht, was die gerade kaputt macht. Da war der Weg echt so lang. entschuldige mal. Ich bin hier wohl jetzt ein bisschen anstößig. Ja, schon die ganze Zeit, falls du doch nicht bemerkt hast. Auf damit, das ist Alzheimer, glaube ich. Was, wer sind Sie denn? Ja, genau. Das dachte ich mir. Ich bin auf jeden Fall wunderschön. Wenn du in den Spiegel guckst, macht er doch pfui. Nee, der pfeift mir hinterher. Ey, aber mal ganz ehrlich, ich könnte dir mal ein bisschen deine Hilfe gebrauchen, weil meine Heilung. Ja, ich bin ja schon auf dem Weg. Ich hatte am Anfang des Kampfes 60. Ich bin ja schon auf dem Weg. Das Ding nicht. Ja, mal mit der Geduld. Der Weg war ganz schön weit. Ich sag's ja. So, ey, da bin ich. Das macht mich fertig. Zack, rein da. Ich habe nur wieder einen dezent langen Ladebildschirm. Hä? Bin ich hier richtig? Ja. Ja, fang an, Mann! Beweg dich! Guck mal, ich habe es geschafft, auf so schnelle... Ja, beweg dich, hör auf zu quatschen! So schnell hierher zu kommen, ja? Und das mit meiner Orientierung. Alter, die hat eine Erdrakete, ja? Beweg dich! Du kannst jetzt bitte stolz sein auf mich. Nein! Doch, sei stolz. Wow. Wow. Alter. Wow. Die ist ein bisschen krass drauf, ne? Ja, die ist aber nur ein Level über dir. Wie schlecht bist du eigentlich? Ja, danke.
Immer rein in die Wunde. Nur zu. Ja, in deine Wunde später jetzt, aber mal. Ich kann nicht. Bist du schon wieder? Nein, du bist Nein, ich kümmere mich hier um andere Kramtüten. Sachen. Ah, die ist einfach zu. Ich will. Warte mal, ich versuch mal ein bisschen auf. Können wir nicht mal den Rest hier erstmal töten? Nein, die kannst du nicht töten. Ach so. Oh, dann sag mir das doch gleich. Ey, hab ich. Dann zeig doch zum dritten Mal. Ich kann nirgendwo hin. Ich versuch dir eher zu helfen, aber du musst innerhalb der Hutkreise bleiben. Ja, aber wenn die hier ihr Scheiß macht, dann geh ich doch drauf. Helf dir, ja, ich schnellche sie, ich stärke dich. Ich kann zwei ruhen, ich kann zweimal zaubern. Ja, es ging um, das geht um ihre Bodenattacken. Sobald die das ja, macht, ich weiß, sie tun weh. Trink bin ich Matsch. Trink Heiltrinker, du bist gut. Der denn, wow. Warum greift der denn den Feind an? Der ist doch besoffen. Alter, wir hatten nur lieber zu helfen. Ey, was ist mit dir los? Das kriegen wir nicht hin. Doch, ich schon, du nicht. Ja, so sieht's aus. Du. Aua, oh, wieder voll reingelatscht. Ja gut, du als Nahkämpferin hast natürlich bei ihr einen natürlichen Nachteil, aber glaub ja. Tut mir auch sehr, sehr weh. Sobald sie mich in die Finger kriegt. Ich muss mich viel bewegen. Das Schlimme ist, auch ihre komischen Diener machen mir ganz schön Aua. Ja. Aber wie gesagt, ich arbeite mit Runen auf dem Boden, die sie schwächen und die dich stärken. Das Grüne stärkt dich, das Rote schwächt sie. Okay. Oh, 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 ich hänge fest. Nicht gut. Also langsam habe ich hier so einen Takt. Nein, nein, nein. Ja, ich auch. Den Takt der Heiltränke einschmeißen. Ich habe nur meine Heiltränke verbraucht. Ja, immer schmeißen. Wir müssen halt nur durchhalten. Durchhalten, durchhalten. Ja, soll ich auf Klo rüber. Ach komm, ist gleich down. Stopp doch endlich, du fette Bitch. Jetzt. Aber hier sind noch kleine Viecher. Wer bist du denn? Ja. Wie siehst du denn aus? Meine sind größer. Der Kopf ist geil. Okay, labern wir sie mal an. Wir müssen von ihr fort. Ich öffne ein Portal für euch nach Seraphim. Na dann machen wir auf hier. Also ich meine, der Oberkörper eindeutig von mir, die dicken Schenkel eindeutig von Aschner. Genau. Hallo? Oh! Kiste! Halt! Ich sehe da schon Ähnlichkeiten, also. Ja, ja. Du mich auch. Liebhaben? Mhm. Ganz besonders viel. Wuhu. So, ich schau mal kurz in meine Tasche. Die ist nämlich wieder voll. Ach du. Ach du. Hey, du. Du. Sei doch einfach mal still. Okay, ich muss... Auf jeden Fall ein paar schöne Dinge bekommen. Allerdings tatsächlich diesmal nichts für dich. Mhm. Ach, wisst ihr was? Ich mach den jetzt Kack jetzt mal da auf diesen einen Stein. Wisch es weg. Gab eh zu viele. Das weiß ich noch nicht, ob der Dude ist. Rüstung. Hm. Nehmen wir auf jeden Fall nicht. Den Helm auch nicht, der Scheiße. Genau wie der Typ, mit dem ich hier zusammenspiele. So, das kommt auch weg. Das muss ich noch identifizieren. 179, Moment. Nee, da hab ich schlechter, alles schlecht. So. Jetzt identifiziere ich das noch eine Runde. Okay. Judy! Huch! Scheiße, wo bin ich jetzt schon wieder rein? Ich hab doch gar nichts gemacht. Kacke. Mann. Ich bin nicht doof. Aber ein bisschen tollpatschig, wa? Nein! Doch!
das stand einfach zu dicht da dran, wo ich war. Das kann ich nie machen. Gar nicht zurückkommen! So. Ach so, hier bin ich, okay. Müssen wir mit der wieder quatschen hier? Mit dem Ausrufezeichen? Oh, fang an! Warte auf dich! Boah, die quatscht ja so viel! Ah, hör zu. Oh. Richtig. So, und jetzt willkommen zur Unterbrechungsrunde. Was lachst du so hässlich? Was? Ich verstehe den Witz nicht. Das traut dich. Alter, was geht ab, ey? Wo ist doch nicht ein Zauber? Plane gerade das Wochenende mit dem Kumpel. Okay. Es wird witzig. Es geht um Bier und Fleisch, also von daher ist okay. Ja. Ah, ist schön, wenn man sich dazu bekennt, dass man Säufer ist. Schön, ja. Boah. Es haben alle gehört. Bereit. Was? Schatz? Ja, du bitte? Schatz. Du, mein Schatz, bist bereit. Ja, für was denn? Ja, du hast einen Trinker geheiratet, jetzt fangen an damit zu reden. Ich will aber nicht. Ist kann egal, ich mich wieder scheiden lassen? Scheidung kostet mehr, als du dir leisten kannst, musst du ein paar Jahre YouTube machen. Wenn du jetzt auf ihn klickst und auf den Haken klickst, kommt ein Intro, kommt wieder ein Video. Also? Sein, laut machen. Okay. Ansonsten, deine Videos hört nämlich keiner. Okay. Also diese Zwischensequenzen. So, 3, 2, 1, go! Genug, den Kern zu sprengen. Wenn das geschieht, wird die Verheerung unvorstellbar sein. Alter, war das leise. Oh, bitte. Vielleicht könnt ihr uns ja helfen. Unser Dorfheiler schickt uns, um ein Heilmittel zu finden. Meine Verwandten haben alle die Schockschwärze, eine Krankheit, die nur unser Volk befällt. Das einzige bekannte Heilmittel wird aus dem Fleisch des blauen Boloteus hergestellt. Einem Pilzwesen, das nur die Pilzhöhlen hier in der Nähe gedeiht. Aber diese Wesen sind viel riesiger, als ihr dachtet. Und wir dachten, wir denken überhaupt nicht, wir sagen nur. Und vorlesen können wir auch nicht. Vielleicht könntet ihr aber ja etwas Fleisch aus dem blauen Boloteus. Boletus, nein, egal, aus dem Parasek für uns besorgen. Wir wären euch ewig dankbar. Sehr schön. Jetzt haben wir eine neue Stadt. Ja, wir sind im dritten Akt. Oh, wow, wow. So viel hast du schon geschafft, ja? Wahnsinn. Ja, normalerweise. Ja. Ich kann mich ja nicht immer auf dieses niedrige Niveau herunterbegeben. So, ich gehe mal da zum Ausrufezeichen. Oh. Ich lass dich hier einfach stehen. Ist das wenigstens mal eine Frau, damit du das vorlesen kannst? Nope. Nee, natürlich nicht. Er hat keine Titten. Der liest selber. Mann, halt doch die Klappe! Wissen aber theoretisch, wie es geht.
Gerät. Kenne diesen zwergischen Automaten. Er dient dazu, die Tür zu öffnen, aber ihm fehlt die Energiequelle. Auf dem Schrottplatz findet sich gewiss eine, aber für uns ist es dort zu. Vielleicht auch mir. Was lachst du? Immer noch über dein Fleisch und Bier? Darfst du gleich mal erzählen, wenn wir uns hier über Texte schreiben? Ah, ich brauch nie heiraten, ey. Ist okay hier. Mann, du brauchst nicht heiraten? Ey, ich hab schon alle meine Frauen beisammen hier. Das sind die besten Gespräche. So. Ja. Also, Mäuschen, jetzt geht es ab in den Wald, Rotkäppchen. Gerade angekommen. Hier noch irgendwas, was zu berücksichtigen wäre? Nein, okay. Also ich habe das bei den Videosequenzen so gemacht, weil die echt extrem leise sind, egal was du machst, egal wie du es einstellst. Ich habe die immer rausgeschnitten und extern nochmal lauter gestellt, weil die sind für die Zuschauer zum Verständnis, egal wie hoch du dir die Ingame-Musik hier drehst, irgendwie kriegst du die Videos nicht relevant lauter. Ja. Das habt ihr ja schon mitbekommen bei den ersten beiden Sequenzen, die ihr zu diesem Zeitpunkt schon gesehen haben werdet und jetzt auch bei der dritten. So, ich kämpfe gegen den Waldschrat. Das ist eine gute Idee. Warum bin ich da noch nicht drauf gekommen? Das könnte ich dir jetzt in vielen Einzelheiten erläutern. Ja, aber lass es bitte. Was ist das denn? Hier laufen Pokémon rum. Pokémon Go. Yay, schnapp sie dir alle. Ja, Splittergespenster und Pilzmonster und Todeskappen. Wie siehst aus wie... Sieht aber cool aus hier. Du bist tot? Alter. Die sind ja wohl gefährlich anscheinend. Ich bin aber weggebatzt und ich bin 2 Level über dir, also. Krass. Aber ich sehe keinen. Doch, da. Hihi, die sehen ja geil aus. Ich gebe nicht kampflos auf. Das wäre mal neu. So, der Pilz war schon mal einfach. Oh, toll, der Pilz. Gegen Pilze kämpft, so, weißt du, gegen Fußpilz oder was? Nagelpilz. Oh, passt. Verstehst du? Passt, aber warte mal ein bisschen. Aber sag mal, die Pilze sehen ja aus wie... Nein, sehen sie nicht. Hör auf, hör auf. Lass, oh, er vor allen lass Dingen, stecken. Die sind aus meiner. Jetzt weiß ich, warum sie die alle wegrennen. Oh, Alter, hat sie mich gedisst, ey. Ja. Fühle, ey. Das war ja wohl mehr als eine Vorlage. Oh, ey, voll auf die... Die rennen die Pilze hinterher. Nur mal so. Wow. Vor allen Dingen kosten die mich ganz schön viel Gesundheit. Ja, ihr scheiß Gift haut ganz schön rein. Ja, so sind meine halt, ne? Ja, giftig. Der haut ganz schön und rein, keiner will sie haben. Gesundheit, Mäuschen. Ja, oh, hallo. Oh Gott, dieses Niveau. Ja, gut, dann kann ich den Nagel mal wieder an Bord. Huch. Bereit zum Ablegen. Ich bin verlangsamt. Zeitlupe. Ja, hallo. Wow. Danach läufst du wieder 3 Stunden reiten. Oh. Oh Mann, ey. Das, jetzt ist aber mal Schluss. Ist mir echt auch ein bisschen peinlich, aber soll man. Ja, die kann's ja egal sein. Nee, nicht dich sieht keiner mehr. Werd ja vielleicht irgendwann nochmal neu anfangen, das kann ich machen. Muss mir ja neuen Namen zulegen. Au, 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 au. Schnell weg. Kriegst du hin, ne? Huch. Ey, du musst doch alles wegmachen, bitte. Ich bin bisher fast 3-mal gestorben, hier und 1-mal ganz. Oh, da ist noch einer. Du haust einfach ab. Toll. Ja, wenigstens hast du es diesmal mitbekommen. Ja, diesmal bin ich auch schnell hinterher, anstatt mich da wieder durchzukämpfen alleine. Ja, ich hab's gemerkt, beim Portalübergang hast du mich wieder angefasst, unsittlich. Ja, ich kann die Hand nicht an der Maus lassen. Das doch. Weißt du doch. Dach ist doch. So, und nicht vergessen, der rote Kreis schadet Ihnen, der grüne Kreis oder blaue Kreis hilft dir. Ja. Ich einfach kann ich es nicht mehr. Weißt du, Waldorf Aschner, ich kann es einfach nicht einfacher machen. Du musst es mir tanzen. Das geht wolltest nicht, du mir nicht sowieso noch was tanzen? Ja, seht ihr es? Da wäre ich schon wieder, ne, hier nein! Angemacht von der Seite. Nein! Bist du auch gestorben? Du auch? du! Ich überlege jetzt, wo ich mich hin teleportiere. Gar nicht. Du kannst dich nicht teleportieren, du Nasenbär. Wieso nicht? Weil keiner von uns mehr am Zielort ist. Also müssen wir in die Stadt? Eingang? Eingang. Dann nehme ich Eingang. Also ich habe immer die Stadt, weil ich habe keinen Bock, Geld und Erfahrungspunkte dafür auszugeben. Ich mach mal die Aschner. Ja, mach mal die Aschner. Guck mal, ich habe immer noch über 2 Geld. Ich habe 40 Kilo zugenommen und meine Brüste verkleinert.
Dafür hast du an mächtig viel Intelligenz gewonnen. Ne? Oh, und ja, an Schönheit. Und dann wollte ich bis 10 zielen und bin nicht so weit gekommen. So, kommst du jetzt mal her, oder was? Oh nee, das war gerade so schlecht. Ja, schäm dich. Schäme ich mich ehrlich gesagt. Musst du auf dein Comeback noch ein paar Monate warten, bis alle das alle vergessen haben? Oh nee, das reicht nicht. Ich muss komplett, ich muss als Frau wieder anfangen, das geht so nicht. Alter. Oh, okay, alles klar. Ich geb's auf. Aber wer mich so ein bisschen kennt, das zeugt schon von wahrer Liebe, weil mit Menschen. Du kannst so dich da nicht wieder rausreden. Naja, mit anderen Menschen kann ich so nicht umgehen. Also von daher, ich gehe ja gleich in die Reha. Also das kann ich nur mit Aschner. Aschner versteht mich. Was hast du hier gemacht? Aschner macht an. Nee, Alter, ich bin schon wieder gestorben. Guck mal auf den Tacho. Der sagt bei mir 3,8, trink weiter. Ja. Wo bist du denn gestorben? Ich war doch allein im Wald. Nee, ja, ich hab mich doch zum Eingang teleportiert. Ich war noch in der Höhle drin. Ich hab Geld ausgegeben. Ich war mal verschwenderisch. Hätte ich mir sparen können. Oh, die Frau hat Geld. Ja, natürlich. Ich sehe hier einen Teerschleim. Bei dem bist du gestorben? Nein, ich bin anders lang gegangen. Natürlich. Ja, natürlich. Natürlich. Ich bin an so einem großen Ding gestorben. Ja, an dem großen Ding. Er hat ordentlich reingehauen. Ne? Oh. Wieder und immer wieder. Nee, eigentlich hat einmal schon gereicht. Ja, Jungs, meldet euch, habt's leicht. Oh, oh, ich möchte bitte keine Anfragen bekommen. Keine. Das war keine Aufforderung. Ich bin schon vergeben. Wir haben doch schon geheiratet. Schon vergessen? Ja, merkt man ja. Nee, ich ist eine offene Beziehung. Ich teile dich gerne. Wenn das Geld stimmt, teile ich dich. Oh. Böse. Boah, Nagelfall ist echt widerlich. Ey. Ja, ehrlich. Boah, ich höre schon die Proteste. Hör einfach auf jetzt. Ich kann nicht. Es läuft so gut. Ja, es läuft gut. Da läuft so einiges gut gerade bei dir. Ich kann nichts dafür. Du solltest weniger trinken. Ja, vielleicht ein bisschen mehr. Nur ein bisschen. Lass den Schnaps weg beim nächsten Mal. Den habe ich gar nicht. Dann halt das Bier. Ich habe nur einen Schnaps und den Schnaps trinkst du normalerweise nicht. Für diejenigen von euch, die den Obstler kennen, das ist also den Hersteller bzw. den Manufakteur. Ich trinke den Kielschneider. 80% mit Chili. Oh je. Der ist eigentlich nur, der verdient seinen Namen. Mhm. Ja, der Kehlschneider schneidet so einiges. Die Wirtin hatte auf jeden Fall viel Spaß, den zur Verkostung rauszugeben, so ein Millimeter ungefähr, in der im kleinen Plastikbecher gehen. Danach haben wir erstmal geheult. Oh je, ich muss weg. Eine Folge hier heute, ey, ist ja. Ja. Das war Level 37! Ey, hallo, habe ich überhaupt schon Level gemacht in dieser. Du bist auf Level 35, aber du hast ja nicht gelevelt. Ah ja. Warum nur? Spielst du jetzt nur mit deinen Pilzen rum? Ja, sie schmecken so gut. Wo bist du schon wieder? Ich sehe dich gar nicht mehr. Bist du tot? Bin doch hinter dir. Hallo. Ich sehe dich nicht. Ja, weiß ich doch nicht, ob dein Spiel schon wieder hängt, aber ich bin jetzt halt bei dir in der Ebene. Jetzt bist du da. Ja, hallo! Du warst weg, du warst tot. Da steht's ja, ich doch. Bin nicht tot. Klar, ich da steht's. Da steht ich doch da. Juli war tot. Weil du mich wieder nicht beschützt. Sag mal, wo sind meine Heiltränke hin? Ach, da sind sie ja. Wieso rennt dir dieser Pilz hinterher? Ich bin ja der hinterher rennt, verdammt. Das ist meine Aufgabe. Oh, da ist ja noch so einer. Oh Mann, hier sind noch so viele. Können die mal nach Hause gehen? Ich kaufe nix. Oh, Aschner, jetzt kommen die. Jetzt der Rage-Modus. Naja, jetzt kommen die versteckten politischen Meinungen vor. Die hatten wir doch heute schon. Können die nicht nach Hause gehen? Ja, ja, jetzt ist schon durch. Du siehst Bilder. Naja. Ist recht. Ey, aber mal ganz ehrlich. Alter, die killen mich hier in einer Tour, das ist ja unfassbar. Du bist ja auch mittendrin immer. Ja, als Fernkämpfer ist das nicht die richtige Strategie. Naja. Du musst mir das so erzählen vorhin. Irgendwie lebe ich noch.
vor der Aufnahme erstmal gesagt, Nagelfahr, ruf dich ins Feuer. Ja, da gehörst du hin. Schütze mich. Wenn du mich liebst, dann schützt du mich mit deinem Körper. Genau. Hol dein Ding raus und schütze mich mit deinem Körper. Hm? Oh, genau. Das kriegst du schon wieder an. Aber ich bin der Böse. Es passte gerade so. Und die hat ihre Augen nur an einer Stelle. Unten? Ja. Also, nein, so ich. Ich denke, er hängt so lang. Naja, wenn er steht, dann ist er aber ganz weit oben. Lebensende übrigens. Ich spreche nur in der Rolle. Ja, natürlich nur. Hui, wer ist er denn hier? Er will aufs Maul. Ih, der ist aber. Wie sieht der denn aus? Hallo? Kann ich nicht sein. Nee, aber er ist glücklich gestorben. Mit einem Lächeln im Gesicht. Schön. Was treibst du dich eigentlich da hinten rum? Ja. Das sowieso. Nee, ernsthaft, was machst du da hinten? Kämpfe auf Nebenwegen. Mache das, was ich immer mache. Ich erkunde die Nebenwege. Ja, aber das mache ich doch auch. Können wir uns mal auf einen Nebenweg einigen? Vielleicht bist du auf dem Hauptweg. Und ich auf dem Nebenweg, oder vielleicht bist du auf dem Nebenweg und ich auf dem Hauptweg. Ja, wer weiß das schon? Man weiß es bei dem Spiel ja nicht. Deswegen erkunde ich ja. In der Hoffnung, dass der Weg bald endet. Oh, der andere Weg war mir lieber. Da kam nicht so eine Fiesen. Aber die haben wenigstens eine Lieblingsform. Ja, genau. Oh, ich fühle mich so schlecht. Ich bin so schlecht. Ja, du darfst dich auch schlecht fühlen. Nee, hast ernsthaft, du? Also, hier brechen ja alle Bahnen. Was ist denn hier los? Und dann diese Kleinen noch hier dazu. Den Stresspickel hier. Also, sie spricht von unseren Kindern. Ja, ich töte sie alle. Ich töte sie alle. Sie haben es verdient. Sie haben deinen Charakter, deinen schlechten. Ja, dann lass ihn. Nein! Der Beste vom Besten. No. Überlebe bitte. Ach, bist du schon wieder. Was heißt schon wieder? Du bist öfter draufgegangen als ich. Ist ja wohl. Du kannst halt nix. Das sagt der, der schon dreimal vor mir getötet ist. Gestorben ist. Du hast nur einmal mitbekommen, also von daher sei mal ganz Aber ich hab's mitbekommen, wenn auch spät. Oh, jetzt ist es so leise hier gerade. Ja, du bist ja die ganze Zeit am Rumbrüllen hier. Das ist ja unangenehm, ist das. Unangenehm. Hier, oh, dir, der ist geil. Dieser Todespilz hat mich beim ersten Mal in den Wald gehen, beim ersten Mal getötet. Beim ersten Streich. Okay. Kann ein Zufall gewesen sein, aber kann auch sein, dass der echt gutes Schadensoutput hat. Ansonsten hast du ja noch die dicken, fetten Pilze. Ja, die hier. So richtig ausrotzen, so richtig alles voll machen. Ja. Die sind mächtig eklig. Ja, ich weiß. So. Aua. Was kannst du machen? Hier ist noch so einer. Oh, 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 oh. Eieiei. Heititei, schnell weg. Ich lock sie mal zu dir. So, ich... Hab die Befürchtung, ich will gleich mal die Pause beenden. Nein. Die ja, Folge beenden. Dass du da anfängst mit aufnehmen. Stufe gestiegen. Yippie, yippie. Aber irgendwie sind hier gerade die Stellen so kacke zum Beenden. Willkommen bei Torchlight. Gehen wir nicht anders. Aber oh, also den müssen wir jetzt noch und. Den und den und den und, den, und den. Nee, das ich muss. Korabora. Unser Griff, das war gespenster Maxim. Oh, ich blicke schon wieder hier durch. Er sieht aus wie Aschner ohne Schwinker. Ja, genau. Mit den Hörnern? Hast du dich vorhin mit den Hörnern die ganze Zeit angegeben? Ich habe ja auch Hörner immer noch. Er auch? Ja. Oder sie? Ist einfach nur eine schlechte Kopie von mir. Er wollte so schön sein wie ich, hat es aber irgendwie nicht ganz hinbekommen. Aber kämpft besser. Ja. So, bleiben wir jetzt hier stehen? Wer ist denn wir? Nein, du und ich. Oder bist du schon da am Rennen? Ich bin nicht mit dir. Was? Ist das schon wieder nur Einbildung, was ich hier sehe? Ja, ich bin bei dir. Ist ja okay. Jetzt habe ich dich schon hier gedroppt. Toll. Jetzt musst du mitkämpfen. Ich hab auch noch was für dich. Ja, toll. Nicht wahr? Hier kommen Viecher.
schlage einfach mal um mich. So, dann gib mal her. Und dann beenden wir mal die Folge. Das war's, das war's. Gut, dann... halt, du musst dich hinlegen. Ja, mach kurz jetzt. Ja, bedanke ich mich fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ja, also, was die Frau mal ein Drama draus macht.